Ich sag mal so, wunderschönen guten Tag. Willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Und es gibt eine neue Formatigkeit hier auf meinem Kanal. Wir nennen das erstmal Hood Cuisine on Tour. Wir checken auf jeden Fall Essensspots. Erstmal hier in Berlin, danach auf jeden Fall noch andere Städte. Leute, die in Berlin Ideen haben, geile Lokation, Essensspot, wo man sagt, das sieht von außen überhaupt nicht nach geilem Essen aus, ist aber übertrieben krass, schreibt das bitte auch in die Kommentare. Jetzt gehen wir zu einem Spot, wo ich sehr, sehr oft bin. Das wird es auch nicht immer geben, also ich werde natürlich auch versuchen, zu Läden zu gehen, die ich nicht kenne. Heute gehen wir zu Alano Pizza. Sieht von außen aus wie eine kleine Pizzabude, ist aber, was soll ich euch sagen? Was soll ich euch sagen? Wir werden auch Gäste haben, bestenfalls Gäste, die uns ihre Lieblingsspots zeigen. Kudamm, Kantstraße, Windscheidstraße. Wer sich auskennt in Berlin, weiß, wo die ganze Sache ist. Wer sich nicht auskennt, Google Maps. Also in diesem Sinne gehen wir jetzt einfach mal vor zu Alano Pizza. Ich zeige euch die ganze Lokation mal und ihr seid einfach dabei, was wir hier treiben. Und zwar laufen wir jetzt hier Richtung Alano. Und hier vorne sind wir gekommen. Wenn wir ganz durchlaufen, kommen wir zum Kudamm, Windscheidstraße und hier wunderbare Alano Pizza, Mini-Pizza für 1,50 Euro. Und wie gesagt, wenn ihr hier langlauft, kommt ihr zur Kantstraße. Eine Mini-Pizza und eine Fanta Exotic, mein Tipp des Tages. Ich feiere irgendwie den Vibe in diesen, was, wie nennt man das, Unterführung? Tunnels? Brückens? Ja. Na klar, laut telefonieren, na klar. Hier draußen sind eigentlich Sitzplätze noch, aber ihr wisst ja, aktuelle Lage, dies, das. Hier hinten dran Alano und Badabums, Badabangs. Was ich vorhin vergessen habe zu erwähnen, Leute, haut euch die Spezialsoße überall drauf. Das ist jetzt Mini-Pizza plus Fanta Exotic. Leute, dankt es mir später. Wie gesagt, ich habe jetzt bezahlt 3 Euro. Für Mini-Pizzastück und Fanta Exotic. Und wie gesagt, checkt diese Soße. Richtig nice. Ich sag's euch, wie es ist. Über nice. Lasst euch diese Spezialsoße auf euch wirken. Was fühlt ihr dabei? Was spürt ihr? Was? Hier ist nochmal von vorne die ganze Lokation. Und ja. Hier könnt ihr auf jeden Fall auch ein bisschen Dingens schaukeln, rutschen. Und eigentlich kann man sich hier draußen schön hinsetzen, aber Hood Cuisine mäßig haben wir hier jetzt erstmal, werden wir hier erstmal speisen. Ich sag dir, wie es ist. Ich sag dir, wie es ist. Es ist so. Danke, ciao, ciao. Oh, ich sag mal so, es war gut. Es war gut wie immer. In der ersten Folge heute ein Spot, wo ich schon sehr, 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 sehr oft war. Ich freue mich auf die nächsten Folgen, wo wir natürlich auch zu Läden gehen, die ich schon nie getestet habe. Na klar. Einfach neue Dinge kennenlernen. Natürlich, die meisten Berliner werden sagen, das kennen wir doch alles, aber wir wollen es natürlich auch für die Damen und Herren tun, die nach Berlin kommen, Berlin besuchen, nicht wissen, wo man überall hingeht, essenmäßig. Und richtig, man. Wir werden Vlogs machen, ich werde rausgehen, ich werde Leute besuchen, die vielleicht eigene Restaurants haben, die uns ein bisschen was zeigen, eine neue Küche zeigen, dies zeigen, das zeigen. Wir könnten jetzt eigentlich mit so einem wunderbaren Drehtroller uns heim aktivieren, aber ich würde sagen, das lassen wir erstmal, bevor wir uns die Kauleiste damit entfernen. Wie vorhin erwähnt, rechts Kudamm, links Kantstraße, Windscheidstraße. In dieser Windscheidstraße ist auch ein sehr nicer Burgerladen, Windburger. Vielleicht checken wir den auch mal ab, oder was heißt vielleicht, den werden wir auch mal abchecken. Eine sehr, sehr wichtige Angelegenheit. Die kommt eigentlich direkt nach gutem Essen. Schützt die Grünanlagen. Na klar, na klar. Als ich die Tage beim Zappolino war, den Laden müssen wir auf jeden Fall auch zeigen, waren wir bei einer Eisdiele. Und ich habe dort einen Eisburger inhaliert. Gegessen, verspeist. Das ist wie so ein warmer Berliner. Wobei man sagt nicht Berliner hier, ne? In Berlin würden sie sagen ein Pfannkuchen, ne? Auf jeden Fall warm außen,
und Eis in der Mitte. Also wir werden nicht nur deftiges Essen testen, sondern alles, was uns erfreut. Eisdielen, Süßwaren, Waffelläden. Genau, Waffelläden werden wir auch abchecken. Wir werden alles abchecken. Schreibt es in die Kommentare, was ihr Bock habt. In diesem Sinne, Leute, auf jeden Fall, wie vorhin erwähnt, war eine kurze erste Folge. So, ich habe extrem Bock. Bis ganz bald auf jeden Fall. Bleibt gesund, bleibt positiv und genießt the life. Very important.